Ein großer Moment für den kleinen Tom. Heute bekommt das Frühchen sein erstes buntes Babymützchen, so wie sein Zwillingsbruder Leon. Der Facharzt für Frühchen, Rangma Gölz, hat die zwei vor 8 Wochen in der Uniklinik Tübingen ins Leben geholt, zusammen mit der Mutter, Miriam Gumosa. Wie viel hat er gewogen bei der Geburt? 980 Gramm. Das sind ungefähr 9 Tafeln Schokolade. Nicht so viel. Ja, schön. Und das ist Sarah Karle mit einer ihrer neuesten Mini-Kreationen. Noch ein Ticken zu groß, aber das könnte da wächst, passen. Da wächst man zügig. Genau, das ist so groß wie 40, 44 genau. Ungefähr. Mit ja. Den kleinen Elefanten, ne? Ja, ist gerade total in und modern. Ja, die Frau Karle, die sind toll, muss ich sagen, also was sie da nähen. Ich, Dankeschön. Ich kann dir sagen, meine Mutter ist Damenschneiderin gewesen, okay. Deswegen, ich kann da mitreden. Früh am Morgen Neuhausen auf den Feldern. Hier lebt die Frühchenschneiderin aus Leidenschaft und hier näht sie ihre Mini-Strampler, Mützchen und Schüchen, wann immer die Zeit es ihr erlaubt. Ihr Geld verdient Sarah Karle als 6-fache Tagesmutter. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Frau Karle? Moment, Katz, ich muss kurz die Bärmchen suchen. Nee, nimm Stecknadel, ist das okay? Im Prinzip nähe ich selber schon seit Jahren für mich. Und dann blieben immer kleine Rechte übrig. Dann habe ich am Anfang angefangen, Decken zu nähen. Nach der 5. Decke irgendwann habe ich gedacht, nee, noch eine Decke ist irgendwie blöd. Und deswegen habe ich am Anfang aus den Resten dann halt Sachen für die Frühchen zu machen. Dann ihr Wissen gibt die 40-Jährige inzwischen in einem Nähkreis weiter. Wie viele Schüchen haben Sie schon genäht in Ihrem Leben? 300, 400. Und ich habe ungefähr 1000 im Keller zum Nähen. Ganz oben auf der Wunschliste bunte Häkelkraken, für die Zeit im Brutkasten Inkubator genannt. So eine Krake, die sieht so aus. Das wird gemacht für die Kinder, die im Inkubator liegen. Und das wird dann mit dazugelegt, damit die Kabel in Ruhe lassen. Also sprich, die kommen rein, diese Tentakeln simulieren die Nabelschnur der Mama und das beruhigt die Babys. Und damit sie nicht in den Kabeln rumfummeln, nehmen sie dann die Tentakeln und lassen die Kabel in Ruhe und reißen sie sich nicht regelmäßig raus. Seelische Unterstützung bekommt Sarita dabei von ihrem Mann, Thomas Karle, ein Mann mit Nerven wie Drahtseile, oder? Aber sagen Sie mal, Herr Karle, jetzt ist Ihre Frau schon Tagesmutter und näht auch noch für Frühchen? Ja, sagen wir so, ist immer viel Trubel hier. Und immer schön viel Leben. Also wir sind kinderlieb auf jeden Fall, definitiv. Alle paar Wochen macht sich Sarita Karle auf den Weg in die Krankenhäuser, sowie heute in die Frühchenstation der Uniklinik Tübingen. Ja, mit so viel hat die Klinik wahrscheinlich nicht gerechnet, oder? Ich glaube nicht. Oh, das ist ja. Oberarzt Rangma Gölz jedenfalls ist begeistert. Wie viele Frühchen haben Sie denn gerade? In der Station. Wir haben auf unserer Intensivstation, die ist ziemlich voll. Ja? Gerade ja. Und da haben wir auch ganz viele ultra kleine Kinder. Und für die Kinder und vor allem für ihre Eltern ist sowas so extrem wichtig. Weil psychologisch extrem wichtig. Ja. Weil ja, das macht ihre Kinder individuell. Und dann darf Sarita Karle den Arzt ausnahmsweise dahin begleiten, wo ihre Babysachen junge Eltern glücklich machen. Mal gucken, was unser Große hier macht. Gucken Sie. Oh, krass. Und, hat auch schon so gucken rein. Drin, das hat blau, ja, der hat auch eine Krage drin. Genau. Ist auch eine Krage drin. In welcher Woche ist dieses Baby geboren? Ganz früh, extrem früh. Ja. An der Grenze der Lebensfähigkeit. Oh, krass. 24 Wochen. Wie ist das für Sie, wenn Sie das dann so sehen? Also mit Ihrer Krage auch drin? Ganz krasses Gefühl. Also ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber es macht schon auch Freude zu sehen, wo es eigentlich hingeht und wo es ankommt. Wie lange wollen Sie das denn noch machen? Bis meine Finger nicht mehr mitmachen oder die Augen. Aber noch ein paar Jahre. Auf jeden Fall. Und das ist gut so.